in English today will uh, animate a, a robot arm uh, so that it touches a sphere on the ground. This is a, seems to be trivial but it isn't and there are many s different approaches to the whole problem. And uh, I show you two uh, approaches which are totally different. One is using bones and uh, IK handles and the other one is uh, changing the pivots. Wir machen heute eine kleine Roboteranimation. Ein Roboterarm soll eine Kugel am Boden berühren. Und äh, das klingt jetzt vielleicht äh, trivial und sehr einfach, ist es aber ein, eigentlich nicht. Und ich zeige euch heute zwei von sehr vielen Arten und Weisen, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Es gehört sozusagen zur Grundausrüstung der ähm, 3D-Animation. Und äh, die Daten, die ihr hier erzeugt, könnt ihr auch holen von äh, irgendwelchen CAD-Systemen. Ihr könnt sie aber auch in die CAD-Systeme reinsetzen. Das heißt, im Prinzip macht ihr hier das, was ein Roboter dann in der Industriehalle auch macht. Das heißt, es ist in jedem Fall gut, sich mal ein bisschen drum zu kümmern. So, ähm, wir bauen also jetzt mal mit zum Beispiel Polygonen äh, den, den Roboterarm. Und zwar super primitiv. Ich nehme einen. Zylinder, und wenn ich den Zylinder jetzt äh, lang und dünn machen will, dann kann ich ihn so lang und dünn machen. Ähm, ihr werdet aber bemerken, dass ich von der Mitte aus skaliere. Das heißt, der geht jetzt auch tief in den Boden rein. Also, wenn ich hier mal von unten gucke, der geht genauso weit nach unten rein wie äh, nach oben. Ich möchte eigentlich das Ding auf den Boden stellen. So, drücke die Taste A, weil im Moment ist es alles, was da drin ist, dann sehe ich es etwas größer. So, und jetzt möchte ich, wenn ich den weiter dünn mache oder größer mache, möchte ich, dass er nicht wieder in den Boden reingeht. Und ich möchte auch gerne, wenn ich ihn drehe dass er sich nicht von der Mitte ausdreht, sondern ich möchte, dass er sich von unten ausdreht. Und das macht man mit dem sogenannten Pivot. Der Pivot ist quasi der Schwerpunkt, der Dreh- und Angelpunkt von Objekten. Jedes Objekt hat so einen Pivot und ihr seht ihn nicht. Ihr seht ihn quasi nur indirekt, indem dieses Werkzeug hier in der Mitte anfasst und eben nicht unten. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Sache, die ihr immer wieder brauchen könnt. Ihr drückt nämlich, wenn ihr das Objekt ausgewählt habt, die Taste Einfügen. Und wenn ihr Einfügen gedrückt habt, dann werdet ihr jetzt nicht mehr mit diesen Werkzeugen äh, den Zylinder bewegen, sondern ihr werdet seinen äh, Schwerpunkt bewegen. Und äh, ich mache mal äh, die Taste V. Taste V. Äh, ganz wichtig. Die Taste V bewirkt, dass ich auf. Äh, auf einen bestimmten Punkt hin snappe. Das heißt, er, er flitzt darauf hin, auf den Punkt. In dem Fall möchte ich da unten hin, ich möchte, dass, die, dass äh, dieser Schwerpunkt da unten landet auf der Grundfläche und das mache ich, indem ich die Taste V gedrückt halte und jetzt ihn hier runterziehe. Und seht ihr, da ist er unten gelandet. In der Seitenansicht seht ihr, wie präzise er hier gelandet ist, wenn ich die Taste V wieder drücke. Und das meinetwegen nach oben tu, dann landet er genau hier oben. Da möchte ich ihn aber nicht haben, sondern ich möchte ihn hier unten haben. Also Taste V und hier unten. Da gibt es nichts dazwischen, weil ich habe den Zylinder so aufgebaut, dass keine Zwischenlinien ähm, herrschen. Und deswegen äh, ist das Snapping, also das Einrasten, das Einschnappen, äh, nur da der Fall. Ihr müsst, um aus diesem Modus wieder rauszukommen, nochmal die Taste äh, einfügen drücken. Oh, jetzt habe ich entfernen gedrückt, die liegen dicht beieinander. So und dann bin ich wieder in dem normalen Werkzeug. Wenn ich jetzt ihn größer mache, dann geht er noch von dem, von dem Boden aus, wird er größer. Und wenn ich ihn drehe, dann dreht er sich hier unten am Boden. Und genau das möchte ich haben. So, ähm, das ist unser Podest auf dem. Der Roboterarm äh, sich ausruhen wird. Jetzt äh, mache ich äh, Ctrl D, um das zu duplizieren. Jetzt habe ich zwei davon. Und ihr seht, wenn ich den jetzt, den der drunter liegt, quasi drehe, dann dreht er sich genauso aus dieser Richtung. Und ich gehe mal hier zum attribute editor Da sehe ich hier genau, um wie viel ich ihn gedreht habe, nämlich um minus 91 Grad. Ich will aber minus 90, mache das ganz exakt. Und jetzt gehe ich nach oben und da will ich ihn ungefähr hinhaben und ich mache ihn ein bisschen kürzer und ihr seht wenn ich ihn kürzer mache er bleibt auf seinem Grundpol das ist eben dem äh, Pivot zu verdanken den ich äh, vorher eingeführt hatte den ich auf diese Stelle hier getan habe äh, ich dupliziere jetzt dieses Ding noch mal und gehe hier vor mache es etwas dünner noch und würde sagen das war unser Roboterarm. Oder das ist unser Roboterarm. Und hier kommt jetzt eine Kugel hin. Und an der Kugel könnt ihr sehen, von der Seitenansicht hier, die ist auch unten gelandet. Da könnte ich jetzt auch den Schwerpunkt ändern und es dann hier einrasten lassen. Aber das mache ich mit Pi mal Daumen. Und äh, mein Problem ist jetzt eben, ich will, dass dieser Roboterarm, das hier soll mehr oder weniger stehen oder kann sich auch ein bisschen vorbeugen oder rückbeugen. Ich möchte, dass der diesen diese Kugel erreicht. So, wie mache ich das eigentlich? Ich werde den hier, kann ich den bewegen? Ja, das bringt überhaupt nichts. Ne? Kann ich den vielleicht drehen? Ja, kann ich, so in Richtung Kugel drehen, aber dann geht dieses Ding hier nicht mit. Und das Erste, was ihr dabei macht, ist, dass ihr das hier auswählt, das untere sozusagen, was dem anderen folgen soll, und dann mit äh, der Shift-Taste Zusätzlich das, worauf sich das immer beziehen soll, auswählt. Jetzt drückte die Taste P. P heißt Parent, das heißt Eltern. Der eine soll Eltern des anderen sein. Das hier ist Eltern. Und wenn ich jetzt das Ding drehe, geht der andere mit. Ja. Trotzdem hat der ähm, Kleinere immer noch seine Bewegungsfreiheit. Ich könnte ihn jetzt auch noch so drehen, aber er verhält sich ein bisschen komisch und das... Hängt einfach damit zusammen, dass er sich nach dem orientiert. Das könnte man jetzt auch noch fixen, aber so, äh, korrigieren. Aber so wäre diese Geschichte. Ich bin hier in der Animation ganz links bei Frame 1 und dann drücke ich jetzt mit, ausgewählter, mit dem ausgewählten, diesem Roboterarm Objekt, drücke ich die Taste S und setze einen Keyframe. Der erscheint hier in rot und hier werden diese Parameter für die Bewegung, die Drehung ähm, und die Skalierung werden rot darge unterlegt dargestellt, weil sie jetzt animiert werden. Jetzt gehe ich einfach nach zum Ende meiner Animationsleiste äh, und jetzt drehe ich das nach unten. Und da sehe ich, der kommt überhaupt nicht an die, ähm, an, an die Kugel ran. Ja, aber zeigt schon mal richtig. Äh, vielleicht, ja, genau, drücke ich trotzdem die Taste S, noch ein Keyframe und die Animation sieht dann so aus. Der spielt sie im Moment Playback-Speed, das rechte Maustaste auf der Timeline unten. Uh, play Every Frame, also so schnell wie er es rechnen kann. Er kann es natürlich trivial wahnsinnig schnell rechnen und ich will jetzt eigentlich aber Real-Time. Er soll mir die echte Zeit anzeigen und er geht das langsam runter und richtet sich auf die Kugel ein. Ich möchte jetzt noch, dass der ähm, rausfährt und dazu skaliere ich den hier. Der hat keine Animation im Moment, denn ich habe nur dieses Objekt, das Parent-Objekt, animiert. Das heißt, ich kann den frei animieren. Ich kann also quasi sagen: Hier soll er ruhig so bleiben. Ja. Jetzt drücke ich Taste S. Das heißt, hier wird jetzt dieser vordere Zylinder gekeyframed. Und wenn ich hier unten bin, mache ich den auf diese Länge und setze wieder ein Keyframe. Und dann sieht die Animation so aus. Dreht sich runter und fährt dann aus. Das wollte ich erreichen. Es sieht in unserer 3D-Szene so aus, also in der dreidimensionalen Ansicht vom Perspektivfenster so. Auf die Weise könnte ich jetzt auch die Kugel woanders hin tun. Da müsste halt der, also wenn ich die hier hätte, würde dann der Stempel anders ausfahren müssen und die Drehung anders sein. So, jetzt. Ähm, ich werde jetzt mal die ganze Szene neu bauen. Das ist nämlich jetzt nur der erste Ansatz. Achso, ich wollte noch sagen: Ja, genau, wenn die Kugel nämlich ähm, hier ist, zum Beispiel hier, wie kriege ich den dann dahin? Ja, ich kann den dann wieder drehen. Dann muss ich ihn so drehen, damit er darüber guckt. Ja, und dann muss ich mich immer auch um den, den hier kümmern. Den muss ich dann rausziehen, entsprechend. So würde ich den dann animieren, dass er also dann ungefähr hier trifft. Was ich nicht kann, ist, dass ich den hier, seine Spitze anfasse und sage, da sollst du hin. Und das wäre natürlich das Praktischste und das zeige ich euch auf dem zweiten Weg. Wir machen eine neue Szene und in der neuen Szene setzen wir wieder einen Zylinder hin. Und weil ich ihn diesmal nicht mehr aktiv drehen muss und möchte, kann ich den auch ruhig. Also das ist das jetzt egal, wo sein Pivot ist, sein Schwerpunkt, sein zentraler Drehpunkt. Ich lasse ihn einfach, wie er ist. Das ist für unsere, unser jetziges System unwichtig. Dupliziere ihn wieder und drehe ihn um ungefähr 90 Grad. Das ist aber jetzt auch egal. So, setze ihn hier nach vorne und noch ein bisschen höher. Und drehen noch ein bisschen so ungefähr ist jetzt fast gut, wenn ich ihn nicht hundertprozentig 90 Grad drehe. Den dupliziere ich auch nochmal und mache ihn etwas dünner und kürzer. So, der soll also dann hier drin sein. Mal gucken, ob er es auch tut. Ja, der sitzt im Prinzip ganz gut drin. So, jetzt mache ich Folgendes: ähm, Die Kugel brauchen wir noch. Setze ich mal hier hin und setze ich mal nach hier ganz vorne. Nach hier. Da muss sich der richtig beugen, unser Roboterarm. In dieser Seitenansicht lasse ich mir mal ähm, die Skelett Rigging-Werkzeuge zeigen und ich habe hier die Knochen, streng genommen Gelenke, die ich mache und hier habe ich den IK-Handle, der die Knochen einfach steuerbar macht. Ihr werdet euch jetzt denken, warum braucht ein Roboter äh, Knochen? Das brauchen doch nur äh, Menschen und Tiere in der 3D-Animation. Nein, es ist sehr nützlich, das auch sich so hier zu machen. Jetzt baue ich mal mit diesem Werkzeug mein erstes Gelenk hin, nämlich hier unten, das zweite hier oben. Das dritte hier vorne und das vierte hier vorne. Und jetzt drücke ich die Taste Enter oder Return. Und dann ist das Skelett hier reingezeichnet. Das befindet sich tatsächlich, weil ich ja das auch äh, im Ursprung modelliert habe, äh, befindet sich das Skelett jetzt hier mittendrin. So, ähm, wenn ich den, den vorderen Teil des Skeletts bewege, dann... So, das hat überhaupt keinen Sinn. Und äh, ich möchte eigentlich... Dieses Ding hier bewegen und der ganze Skelettkörper folgt dem. Das ist ja der Sinn der Sache. Also wähle ich ähm, dieses Werkzeug aus hier, das ist der IK-Handle, der fragt mich jetzt quasi: äh, Wähle doch mal den Anfang des Skeletts aus und das Ende des Skeletts, und das ist jetzt hier ausgewählt. Wenn ich ähm, jetzt diesen IK-Handle drehe, folgt das ganze Skelett. Ihr seht hier, ja, wie die. Knochen quasi folgen. Und äh, als nächstes möchte ich natürlich noch meinen Roboterarm hier anbinden. Und das geht, indem ich das Skelett auswähle und den Roboterarm. Das geht vielleicht am besten im Outliner. Und äh, der Outliner ist. Ne, nicht hier. Wo ist er denn eigentlich? Hier ist er. Das finde ich ganz praktisch. Habe ich jetzt hier äh, dauernd vernachlässigt. So. Ähm. Dass man das sehr praktisch, den Outliner hier, also die, die Liste aller unserer Objekte auswählen kann. Den IK-Handle, das ist das, womit ich dann animieren möchte, den muss ich nicht auswählen. Ich möchte ähm, den Zylinder, den Zylinder, den Zylinder und das Skelett auswählen. Und jetzt gehe ich zu, ihr müsst hier oben in Rigging sein, zu Skin und mache Bind Skin. Jetzt ist das, die Geometrie hier äh, nicht mehr drehbar. Das heißt, der dieser Pfeil ist grau. Das ist nämlich nur noch abhängig von dem Skelett. Und das Skelett, da werde ich jetzt gar nicht lang herumfackeln. Ich wähle den IK-Handle, die Spitze sozusagen hier aus. Das ist im Outliner so dargestellt. Drücke am Anfang der Animation die Taste S. Und drücke am Ende der Animation gleich auch wieder S. Und ihr seht, wie unser Roboterarm auf beste Weise... Hier folgt. Ich gucke mir das nur mal ein bisschen von der Seite an. Das trifft er natürlich so nicht. Und so. Und so würde ich sagen, ist der perfekt auf das Objekt zugestoßen. Und da drücke ich jetzt wieder die Taste S und dann sieht die Animation so aus. Gefällt mir sehr gut, sein Skelett tätig. Ich könnte jetzt immer noch Teile animieren, aber nicht mehr dieses Skelett. Ich müsste es duplizieren. Und das sind dann die Techniken, die etwas weiterführen. Dann zum Beispiel auch die Kugel aufnehmen. Das heißt, die könnte man parenten, aber erst ab einem gewissen Punkt, dass die sozusagen an diesem unteren Zylinder hängt und er sie mit hochnimmt wieder. So, das wollte ich euch zeigen. Zwei Wege, wie man mit einem Roboterarm eine Kugel erreicht.